Hallo Freunde von Velo Warships, heute seht ihr einen Beitrag aus dem Stream. Einmal eine Mecklenburg-Runde, wie ich sie fahren würde, und einmal, wie sie vom Stream gewünscht worden ist, auf Sekundärartillerie. Beides hintereinander, beides zusammengeschnitten. Viel Spaß. Nur schwarze Matsche. Ja, auf Twitch sowieso dann nur schwarze Matsche, weil es halt Twitch, ne? Ein Codec zwischen SD-Qualität und, naja, und das war's. Wohin fahren wir denn? Wir sind vorher nach links gefahren. Es ist halt immer die Frage, wo kommt der Schmefu hier ran, ne? Eins ab, ne Immelmann. Kann rechts oder links fahren, ich bin das Ding in der Mitte. Ich glaube, ich bleibe mal in der Mitte und schaue, was passiert. Und ja, es kommt tatsächlich auf das Spiel an, manche setzen es nicht besonders um. Das wäre dann aber... Oh, habe ich es, ein Vieh! Ha, ha, ha. Nein. Ein Falter. Ja, ist nur ein kleiner Falter. Ja, das ist ein kleiner Falter. So, schauen wir mal, fahren wir hin. Ja, schauen wir. Safe Motra, was? Die, da sitzt sie, ich kann sie sehen. Ja, wenn sie da noch sitzt, wenn ich dann vorbeigehe, dann rette ich sie und trage sie raus. So. Fluffy Power. Und vielen Dank für deinen Follow. Geht wieder zurück, das Lure. Guten Abend und Dankeschön, Herr Kunde, für deinen Follow. Das geht jetzt natürlich komplett vorbei, wenn er stehen bleibt. Ah, schauen wir mal. Ich möchte mich jetzt nicht mit dem Schiff hier anlegen. Dreht er jetzt ab oder was macht er? Sollte er. Am Flugzeugträger, gib ihm. Da, Doppelzieher. Oh, Baby, da bist du. Was? Hat er schon geantwortet? Nee, doch. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Hat keinen Sinn hier mit dem davonfahrenden Ding. Brand um Brand. So. Bombern werden wir noch eine verpulen, wenn sie um die Ecke kommt. Ja, ich hasse dich, Wargaming. Ja, komm, warum gehst du denn kurz zu und dann gehst du wieder auf, wenn die Flugzeuge schon unterwegs sind? Nur damit ich hier... Will ja nicht jammern bei 19.000, ne? Alter Verwalter. So. Oh mein Gott. Feueralarm! Gegnerischen Kreuzer entdeckt! Hallo Merkabach, guten Abend. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt! Bin ich zu weit vorne? Kann es sein, dass ich zu weit vorne bin, obwohl ich schon so fucking weit hinten stehe? Nein, oder schießen die nur einfach gerne auf mich? Wahrscheinlich. Was? Dann werden wir uns halt bemühen und einmal weggehen. Dann werden wir uns mal bemühen und einfach weggehen und schauen. Ist ein Verteidigungsgefecht. Wir können ja.
Die anderen Schiffe sind zwar weiter vorne, aber sie sind leider hinter der Insel und deswegen nicht erreichbar. Hallo Fischfasch. Neues Schiff ist lohnendes Ziel. Ja, gibt ja eigentlich nichts Besonderes dafür. Das ist ja. Gibt ja überall den gleichen Scheiß. Ich glaube, es liegt eher daran, dass die Leute hier. Die anderen hinter der Insel sind. Da. Ja, was ist denn? Das ist das Problem. Die Plymouth checkt jetzt nicht, dass wir eher fokussiert werden, weil von uns auf uns alles beschossen werden kann. Ja. Und, oder weil er auf uns alles schießen kann. Ist ja nicht so, wie jetzt hätte ich jetzt schon den zweiten Heal drin und bin bei 15k. Also Kurfürst fährt auch zurück, während Rohn und Des Moines ja noch full alive sind. Und die Plymouth full alive. Sadala. Wanderer verzieht sich, dann werden wir hier... Colombo heißt es ja aufzupassen. Die sich seitlich hier nicht bewegt gegen die Georgia. Oh, really? Oh, der Thunder, ne? Der rückt mir jetzt gleich den nächsten Brand, wenn er auch was trifft. Eine Granate hätte gereicht. So. Dann sehen, die Türme für die Mechanik haben sich die Deutschen aber auch bei den Franzosen geklaut. Nein, die sind besser. Das ist ihre wahre Ingenieurskunst, weil die Franzosen haben nur... dämlich zwei Türme zusammengeklatscht, also zwei Doppeltürme zusammengeklatscht und in der Mitte miteinander verschweißt. Ihr seht hier aber richtige Vierlingstürme. Ja, darf man nicht vergessen. Es ist... Prime zieht auf ein Schiff, lass zugehen. Nur nicht hier von der Colombo getroffen werden. Ja, die steht noch weit. Sadala. Lass uns Einzelsalven machen. Anscheinend ist das besser. Schießen aber schneller hintereinander jetzt. Also das haben sie mal halbwegs gefixt. Ja, Brand. Ah, wir durchschlagen 50 mm mit den Dingern. Oh nein, mehr. Mehr. 74 oder so. Sollte aber trotzdem aufpassen. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Sehr gut, Georgia hat erledigt. Gut, dann reden wir wieder. Wie gesagt, es muss nicht so weit nach vorne gehen. Sadala. So, schau, wir drei, deutsche Schlachtverbund hier. Dann drehen wir mal hier rein. Schauen wir uns das mal an. Georgia kämpft ja immer noch gegen die Colombo. Das ist nicht geil. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. So. Arme große Kurfürst wird herangenommen. Jetzt auf die Kreuzer wird überhaupt nicht geschossen hier. Nicht praktisch. Also für unsere Kreuzer natürlich. Die Georgia kann eigentlich zugehen. Das ist sie wahrscheinlich auch. Nein, ist sie nicht. Komme ich leider nicht ran. Der Nachteil, wenn man nah dran ist. Ja, schau mal. Jetzt da hinterher zu fahren, ist natürlich dumm. Plymouth möchte natürlich, dass andere Leute hinterher fahren, damit sie besser gedeckt ist. Oder damit sie smoken kann und dann ballern kann. Und das nicht auf 10 km wie das Radar reicht.
Georgia, was machst du? Bitte, Team, fahrt ihnen nicht hinterher. Wir haben die Oberhand. Georgia muss noch so lange überleben, wie die Drake hier reinfahren möchte. Wollen wir probieren? Wollen wir warten? Könnte sein, dass sie um die Ecke kommt. Die Winkel sind echt beschissen. Um nach vorne zu schießen. Die Winkel sind echt beschissen. Fährt das hier aus? Komm, es wäre geil, wenn du machen würdest, Drake. Weißt du, du willst nur mal kurz schauen. Yes. Genau das wolltest du schauen. Genau das, Drake. Bestätigter Einschlag. Fluffy Power. Ah, sehr gut. Kurfürst cool, hat's gemacht. Ah, wir drehen hier hinten rum. Diemelmann kommt eh zu uns, mal schauen. Wahrscheinlich im Auftrag der Colombo. Hyper, danke schön. Vielen lieben Dank für deinen Sub mit Prime. Dankeschön. So, schauen wir mal. Flugabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft. Ja, wir lassen uns hier nicht vertreiben. Das ist ja relativ Wurst hier. Ich möchte ja lieber eine Salve auf eine. Nehmen wir alle mit, nice. So, da. Das wird geheilt. Ah, drei Abpraller, komm, setz zurück. So, da. Da machen wir uns ein bisschen Spaß draus hier. In normaler Alarmbereitschaft. Hup, hup. Na, RCD, die Anti-Air ist semi-optimal. Hallo, Underwood. Ah, Lombo, gehst du auf? Dreht sich er wieder hoch? Ja, macht er natürlich. Ah. Nein, das hat doch getroffen. Na gut, was machen wir denn? So, wir müssen einmal drehen, weil wir zu einer anderen Insel sind und das Schiff ein wenig Kreisradius weder gut noch böse hat. Schau mal, wir können aber tatsächlich versuchen, die Immelmann hier ein bisschen zu natzen, ne? Mhm. Stahl ist recht ungeil. Wie ich finde. Mannschaften in voller Alarmbereitschaft. Ah.
Mecklenburg, fucking lucky shits. Ja, sagen wir so, wenn man so breit auf 11 Kilometer um die Ecke dümpelt, dann hat das tatsächlich nicht mehr viel mit Luck zu tun. Gott. So weit hinten, wie er sitzt, den wir nun wieder nicht bekommen, der Mech im Nahkampf ist auch länger werden. Beim Warschiff Tinder steht bei deutschen Schlachtschiffen immer Nahkampf bei den Turn-Ons. Das ist kein Nahkampfschiff. Also ist ein Verteidigungsgefecht und unsere Leute haben sich eiskalt gewastet, weil sie Vollidioten sind, muss man einfach sagen. So, spotted. Schauen wir mal, gibt der Luftrette Dreckig. Ja, die wird. Schau doch die Winkel an. Das krieg mega hart auf die Fresse wegen dem Winkeln. Von hinten jetzt von der Thunder, ich muss echt eindrehen. Ja. Lass Zack ein bisschen spielen. Und dann nehmen wir die Torps, wenn es nicht anders geht. Doppelfeuer und Doppelfeuer, oder? Soll dir nicht anders gehen. Nein! Natürlich ist mein... Ist nicht tot. Ist nicht tot. Ist nicht tot, hat nicht gereicht. Hat gereicht, Gott sei Dank. Gegnerischer Flugzeugträger zerstört. Aber hat nicht gereicht, mein Thunder, ich hätte nicht rühren dürfen, ich hätte nochmal drauf. Denken wir, er ist ausgebaut mit dem Bild? Nein, ich habe damals nicht, also hier nicht. Ich glaube, er hat vergessen umzuscannen. Ja, das war auf Überleben. Überleben, 1,5 Millionen Potential ist nicht viel fürs Überleben. Die 6 waren nicht gescannt, hat man eh gesehen. Gut, dass der, dass die Immelmann hier noch hergekommen ist. Bin ich zufrieden. Bin ich zufrieden. Ich hätte die ganze Salve direkt raushauen. Aber schau mal, was die Säcke macht. Jetzt irgendwie nicht so pralle aus. Ja, das Schiff ist halt wahrscheinlich nicht das Richtige gewesen. Sind wir ehrlich, hier in diesem Gefecht hätte die Säcke niemals mehr gemacht, als das, was sie da gemacht hat. Ich war niemals näher dran. Und man hat gesehen, ne, unser tolles Team ist hier nach vorne gepusht, weil sie dachte, oh ja, wir sind 100 Punkte im Vorsprung. Das Gefecht geht noch 10 Minuten, lass uns noch ein bisschen Schaden machen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht verlieren. Was sage ich? Wir verlieren momentan. Das hier ist übrigens eine Colombo, die jetzt gleich eine Yoshino rausballert. Wartet nur für die perfekte Salve. Ah, es ist halt... Ja, wir verlieren das. Das sind 50 Sekunden. Wartet nicht mal für die perfekte Salve. Die schildet hier die Bourgogne und das war's. Ich frage mich, wie manche Leute spielen. Alter, come on, Des Moines. Face-off mit Annapolis. Colombo in der Seite und Bourgogne in der Seite. Müsst ihr nur noch schreiben, fucking lucky shit. Ja, 20 Sekunden, was soll ich machen? Nichts. Es hilft halt einfach nichts. Es ist...
Es ist nichts zu machen. Einfach noch ein bisschen Schaden farmen, dem Feind den Schaden nicht geben. Zumindest sagen wir so, er hat gecheckt, dass es nicht toll war. Er hat einfach was gemacht. Immerhin, es ist immer gut, wenn die Leute sehen, was falsch lief. Wird keinen Spaß machen. Schauen wir mal. Preußen, Yamato, Yamato, Früchte, Große, Prinz Ruprecht, Condé. Wir haben eine Preußen damit. Vielleicht kann ich mit der ein bisschen brawlen. Mal schauen, ob Team Up funktioniert oder in Napoli. Ah. Let's try it. Wir haben gar kein schlechtes Cap für einen Angriff im Nahkampf. Wir haben nur nicht die passenden Leute mit dabei. Wisst ihr, das Problem ist, also das stärkste No-No für die Mecklenburg als Nahkampfschiff, muss man einfach sagen. Und ich hoffe mal, jeder sieht das auch so, ansonsten wird es schwierig mit den Argumenten. 85.800 Trefferpunkte. Das ist das stärkste No-No. Zusätzlich dazu, haben wir 25 Sekunden, in 26 Sekunden dabei. Fluffy Power. Zusätzlich dazu, das zweitstärkste No-No ist auf jeden Fall fehlende Hydro im Nahkampf. MRP3X, danke schön für dein Follow. Das nächste Problem ist, wir haben Torpedos, immerhin, das ist geil. Das ist ein Vorteil. Wir haben nur 20% Torpedoschutz. Dafür, dass wir keine Hydro haben, dann auch nur 20% Torpedoschutz. Ah! Gar nicht so geil, tatsächlich. Meiner Meinung nach. Aber ja, wir können mal schauen. Die Überlebensfähigkeit dieses Schiffes im Nahkampf erachte ich als relativ gering. Außer wir haben das Glück. Das Glück, dass wir wirklich tröpfchenweise die Gegner reinkriegen im 1 vs 1. Dann ist Glück. Ein No-No ist eine doppelte Verneidung, also ein Yes. Nein. Susan, ein No-No ist genau das, was es eigentlich sein soll. Das gleiche wie ein No-Go, ein No-No. Okay, wir kommen sowieso nicht in den Nahkampf, außer wenn wir direkt an der Insel stehen, weil wir hier ein bisschen mehr Besuch bekommen von mehr Schlachtschiffen. Also wir dürfen ja keiner Yamato hier Breitseite zeigen. Die dürfen auch der Stalingrad keine Breitseite zeigen, die bestraft alles und wir sind schon offen durch. Komm. Also jetzt die Frage, Yamato fährt hier hin, vielleicht auch die Yamagiri. Halland ist das nächste. Viererwerfer. Hopsack. Wir können. Torpedos voraus. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Oh, Ruprecht ist auch noch da. Nee, no way. Das geht nicht gut aus. Wenn die Ruprecht weiter nach vorne kommt, ist kacke. Wir müssen uns hier zuerst auf die Stalingrad einschießen. Wir können unsere Säcke auch nicht mehr einsetzen jetzt. Weil wir müssen weg. Komm. Boah, nein, es hat noch eine Salve rausgekriegt. Zack. Danke, Anke. Die wollen jetzt natürlich mehr auf den Sack gehen.
während sie hier wegspeedet. Torpedos direkt voraus. Ja, bevor die Amateure rumkommen, müssen wir unbedingt in die Verteidigungsstellung, wobei, wisst ihr. Zurück, zurück. Ja. Ein bisschen zurück, zurück. Friedrich kommt hier von hinten. Sehr gut, er hat gerade geschossen, hat mich nicht auf dem Schirm. Alter Verwalter, ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Stell dir das, was das für ein Spiel ist, ja. Ah, die haben da brawlt da rein. Kriegen wir die erledigt? Vielleicht. Solange wir nicht durch die Mitte gespottet werden, die Sack tötet den Berg. Sehr gut. Ah, die Hälfte da ist auch tot. Frage ist, mache ich mehr Schaden als das Ding? Wahrscheinlich. Aber wir bekommen jetzt Sackgefecht hier. Jetzt zielt er hier rein und ich stehe ziemlich breit, was gar nicht geil ist. My fault. Deutsche Streuung vielleicht? Ja, am Arsch, deutsche Streuung. Die Yamato zieht sich zurück, das ist gut. Feueralarm! Doppelbrand, nice. Keine Angst hier. Dann wäre die Minotaur jetzt am Arsch. Da müssen wir uns jetzt zurückziehen. Oh wow. Oh ja, Baby. Fette Torpedos von hinten. Bitte den nicht. Dankeschön. Lots of prayers. Und ab die Post. Bekomme ich ja vielleicht ein bisschen Unterstützung. Fluffy Power. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Torpedos auf Steuerbord. Ja, that's it. Das war's mit mir. So, das war das Sekundärartilleriegefecht. Immer noch eine Zita mitgenommen, aber CBD, danke schön für deinen Follower. Herzlich willkommen. Na, mal ehrlich, ist das ja gerade nicht spannend als die Gefechte vor ihm, wo er hinten rumgesessen hat? Nee. Das ist, na, uff. Ich weiß nicht. Ganz genau, das, was Nordpol sagt. Dafür gibt es aber zum Beispiel die Schliefen. Ja, natürlich hat das Ding hier ein bisschen bessere Panzerung als den Schliefen. Ja, ja, da gebe ich auch vollkommen recht. Aber das Ding sollte eigentlich auch die weitaus bessere Sekundärartillerie haben. Weitaus genauer als hier die Mecklenburg. Und 128 mm, auch wenn es 12x2 ist. Wenn ich sagen, geschenkt. Schaut euch das an. Das, wo selbst noch ein großer Kurfürst jetzt 25.000 Trefferpunkte mehr hätte, fast, oder 20.000 Trefferpunkte mehr. Alles okay, Schatz? Da ist die halt schon tot. Wir wären quasi noch entkommen mit 20.000, würden uns zweimal hochheilen und gut, dann wären wir noch im Spiel. Das ist uns in der Mecklenburg nicht vergönnt. Gut, wir haben jetzt innerhalb von ein paar Minuten 110.000 gemacht. Hallo Jonas! Aber, naja, das war's dann halt auch. Das ist es ja. Hey Jonas, bist du Donnerstag mit dabei? 19 Uhr? Ich glaube schon, du hast eine Daumen nach oben gegeben. Machen wir die kleine Rundreise mal. Also nicht so standhafter Sex. Ja, das ist, Warum ein Schiff als Sekundärartillerie-Schiff fahren, wenn Wargaming es nicht möchte? Die 128 mm sind quasi nur Alibi. Nennen wir es Alibi. Außerdem ist die Mecklenburg genau. Ich muss ja nicht nah ranfahren. So übel war es doch jetzt gar nicht. Und vor allem echt fix Damage gemacht und wahrscheinlich auch teamdienlicher gespielt als hinten am Rand. Ja. Ja, nein.
Ja, schau mal, wir haben nur 1,5 Millionen Potential gemacht. Wie gesagt, schau dir die Preußen an, die hält noch aus. Die andere Preußen hält auch noch aus. Gut, wir waren relativ weit vorne im Vergleich zu den anderen Schiffen. Wir haben schon, schau doch mal, was, schauen wir mal, was die anderen Schiffe hier auf unserer Seite noch an Damage drauf haben, also an Schaden. Ja, Iowa hat gar nichts gebüßt, Jinan hat auch nichts gebüßt. Bedeutet, wir haben den ganzen, den kompletten Damage quasi getankt. Anscheinend, ne? Und sogar von der Mitte hier noch. War wahrscheinlich Yamagiri-Torpedos hier. Und dann, naja, von der anderen Seite auch. Dementsprechend, wir haben wirklich viel Schaden in der kurzen Zeit abbekommen, obwohl wir nicht so viel Potential gemacht haben. Wahrscheinlich hat alles getroffen. Das Problem ist auch, wenn man nach vorne schießt, ziemlich kacke. Ziemlich kacke. Selbstverständlich, wir springen einfach rein zusammen und so eine Vorbereitung. Ja, würde ich auch sagen. Ja, wir springen einfach gemeinsam rein. Ich muss eh noch einen Account dann erstellen. Von daher ist alle Zeit der Welt, werde ich vorher noch machen im Stream und dann direkt nachjoinen oder reinjoinen. Und dann starten wir irgendwo. Start ist normaler, also laut Kowalskis Plan ist in Crusader. Aber gut, wir können, ja, vorzugsweise Horizon. Ja, wunderbar, wunderbar. Das ist gut. Und dann können wir dann theoretisch für den Samstag dann noch ein bisschen quatschen etc. Und ja, die gibt es dann für 31.000 Stahl schon am Donnerstag zu kaufen. Auf jeden Fall. Ich werde heute noch updaten, Jonas. Wobei, ich bin auf dem neuesten Stand, außer es kommt 0.17.1 jetzt raus, aber wahrscheinlich wird es dann eh morgen rauskommen. Und da bin ich schon fit. Bin ich gespannt. Wird cool. Freue mich. Das bedeutet, Donnerstag ist Star Citizen Stream und Samstag auch. Und wenn Stream, und sonst spiele ich einfach nur Star Citizen. Nächsten Donnerstag ist wieder Star Citizen Stream und Samstag vielleicht auch. Die neuen Plattformen sind echt sehr gelungen. Riesig. Ja, ich hoffe, das wird geil. Naja, mein Argument wäre, und damit sage ich nicht, dass man immer so spielen sollte, aber da hatte mehr Action, hat mehr Schaden gemacht, verdient vermutlich mehr Credits, könnte jetzt schon ein neues Schiff spielen. Creditszeit ist also auch besser. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Außerdem, wie gesagt, wir haben hier das beste Sigma aller deutschen Schiffe, 2.05. Wir haben normale Streuung, wir haben kein gutes Kaliber. Wir haben wenig Trefferpunkte 85.000, einen bescheidenen Torpedoschutz von 20%. Warum sollte ich das Ding zwangsläufig oder weil es ein deutsches Schiff ist im Nahkampf spielen? Das ist das einzige deutsche Schiff, das einzige deutsche Schlachtschiff, wo man wirklich sagen kann, hey geil, ich will mal auf Reichweite spielen. Da können jetzt alle Leute den Kurfürsten auf 24 Kilometer spielen. Rein in die Olga da. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Aber wir verlosen jetzt direkt den CC-Container hier. Ja, hatte die Zeit. Gewonnen hat's. What? Warum gibt's keine User? Habt ihr. Gebt doch alle Raute CCC ein. Warum hat's das nicht genommen? Roll it? Irgendwie nimmst du das nicht. Ja, gut, dann sind alle da. Sadala, Lee Stonewall Jackson hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich. Wie laufen deine Runden? Ja. Alter, ja, schau mal. Das ist. Ich will nicht sagen, es ist ein Stomp. Das hat immerhin 12 Minuten gedauert. Aber naja. Ich würde fast behaupten, es ist momentan intelligenter, einfach reinzujodeln und schauen, dass man 130.000, 150.000 Schaden macht. Ich weiß, es hört sich drastisch an. Aber come on, wenn die Gefechte oft nach 6 Sekunden zu Ende sind, dann hat man sonst nichts. War das wirklich Raute, Raute, CC? So ist es, Lichtmatrose. Also das Problem ist, ich weiß aber nicht, ob Lee Stonewall Jackson hier ist. Deswegen warten wir ein paar Minuten, dann verlosen wir ihn neu. Also nur ein paar Minuten. Wir wollen ja das hier hinter uns bringen, die Verlosung. Nein, 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 ich hasse diese 3-Minuten-Gefechte. Ja, jeder hasst die. Das Problem ist, die gibt es ja bei War Thunder auch. Mittlerweile, ich weiß nicht, war was im Wasser. Gott, war das dämlich. Wahrscheinlich war was im Wasser. Lee Stonewall ist schon weg. Ich sollte den Code für ihn nehmen. Da werde ich mal schauen, ob das stimmt. Dann schauen wir mal nach, ob er noch im Chat ist. Benutzer im Chat. Lee Stone. Stimmt, er ist nicht da. Dann müssen wir ihn nochmal verlosen. So, gewonnen hat Master Steve Tobi. Schauen wir, ob Master Steve Tobi da ist. Master ist auch nicht da. Das ist natürlich bitter. Wie zufrieden waren Sie mit dem Gefecht? Unzufrieden. Schauen wir mal. Auch nicht gut. Vorher stand ich auf dem ersten Platz mit mehr Punkten.
Und wir haben ja 23.000 Sekundärartillerie gemacht. Die Brände kann man tatsächlich nicht exquisit rechnen, weil wir machen natürlich auch Brände mit der Hai. Schauen wir mal, 23.000 Sek Pen. Schauen wir uns das nächste Gefecht an. So. Ah, doch, Master Steve Toby ist da. Nice. Fluffy Power. Tadala, wunderbar. Und U2K, danke schön für dein Follow. Da schauen wir uns das letzte Gefecht noch an, ja, von einem Mecklenburg, das wir verloren haben. Mit 180.000, 1 Million. Dankeschön für deinen Sub. So, Dankeschön für deinen Sub mit Prime. U2K. Sadala. Und Teamwertung 1500. Wie viel hat die Sack gemacht? 7000 ohne Skillung. Und dann nur 70 getroffen. Bei der anderen waren es doppelt so viel. Dann hätte ich wahrscheinlich 14.000 ohne Skillung gemacht.